So, und jetzt machen wir nochmal einen Swipe. Swipe. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neues Reaction-Video von Shoki Banoki. Shoki Banoki Reaction schonungslos. Wir gucken uns ein Video an von, weißt du es noch? Ja, von dem einen da. Von Inscope. Inscope, ja. Inscope 21 Inscope. Oder sowas heißen die. Ja. Inscope. 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 Ja, genau. Ja, jetzt kommt aber, jetzt kommt erstmal unser Intro und danach gehen wir in das Video hinein. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Ja. Überblendung. So ein bisschen Musik noch im Hintergrund. Ne? Okay. Kann man auch lauter stellen. Guck mal hier. Lauter. Und mach mal viel leiser. Ja, platzen ja. einem die Ohren so. Ja, da platzen einem die Ohren, klar. Aber wir gehen jetzt erst einmal ins Video hinein. Ja. Und das fängt ja bei Inscope immer so an mit Humor. Da ja. steht Humor. Humor. Und pass auf, der Spruch ist immer: Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne. Oh. was hat er gemacht? Oh, Entschuldigung, warte mal. Ja, nochmal zurück. Respekt, Junge! Respekt! Guten Morgen, ey! Was sagt der denn da? Ach, das ist ein Wäscheständer. Ich dachte, das wäre irgendwie. Ein Trickelchen. Ich dachte, das wäre Dekoration, aber das ist ein Wäscheständer. Nee, die machen jetzt Rhymen. Rhymen ist das Video. Rhymen. Und die müssen irgendwie was rhymen. Die kriegen so was vorgeplänkelt und dann müssen sie daraufhin rhymen. Okay. Was? Er hat schon immer ficken lassen im Oktagon. Im Oktagon. Ich kenne sogar das Oktagon, das war mal eine Disco. Woher kommen die? Nee, das ist. Oktagon? Ach, du meinst, das wäre eine Disco? Ja, das ist irgendwo in der Nähe bei uns da so. Sogar Dietzer Raum muss das irgendwie so sein. Meinst du? Ja. Also ganz früher gab es mal das Oktagon. Ja, der redet doch nicht von den 60er Jahren. Ach so. So, nochmal. Hier. Tag. Ihr seht schon, die Background-Kulisse ist auf einem anderen Wellenlängen. Und heute habe ich eine Spezial. Der hat ja schon einen am Sender, der Typ irgendwie, ne? Ja. Guck mal. Also, wenn er so ein bisschen verhasst, dann krasse der komplett aus. Der hat ja fast sowas wie Tourette-Syndrom. Ja. Heute habe ich eine Spezialepisode von einer Spezialepisode. Gina Nancy! Jetzt wird ein Satz vorgegeben hinter der Cam und die beiden, die vor der Cam sind, betteln sich um den Antwort rein. Gestern erst noch auf dein Kissen gewichst. Was hat er gesagt? Alter. Gestern noch auf dein Kissen gewichst? Hier müssen wir so ein FSK irgendwie reinmachen jetzt gleich. FSK 400. FSK 400. Gestern erst noch auf dein Kissen gewichst, Digga. Alles gut bei dir, oder? Und den Umständen entsprechend. Und ich bin echt gespannt, weil ihr seid ja beide lyrisch Was ist neu? Ich kann nicht reden, Digga. Oh mein Gott, der Style von Mois ist heute wieder Laser. Jetzt bist du. Ich hab zu Hause im Schrank einen schicken Blazer. Ja. Digga, wenn du klatschst, musst du auch antworten. Ich freu mich auf jeden Fall auf die Lines. Ach, das war's schon. Der hat gar keinen Reim gebracht. Alter. Ah, das war ja einfach. Jetzt los. No. Deine Bitch hat dich gestern Nacht betrogen. Okay. Maestro chillt hier in einem Nike-Sweater. Was? Hast du nicht gehört? Hast du nicht gehört? Okay, nochmal. Mach mal hier den Stöpsel rein. Warte mal, so. Also, pass auf. Maestro chillt hier in einem Nike-Sweater. Maestro chillt hier in einem Nike-Sweater. Ach, Sweater hat er gesagt. Sweater. Das Wetter ist scheiße, but it's got to get better. Das Wetter ist scheiße. It's got to get better. Nils oder was? Nils chillt hier in einem Night Sweater. Das Wetter ist scheiße, but it's got to get better. Ja, super. Ja. Ich hab's nicht so richtig wiedergegeben, aber ist egal. Ja. Was sagt er? Und ich bin der Typ, der dich fickt, der nicht spittert am Mike besser. Was? Alter, was ist denn mit euch los? Hauptsache, irgendwie fickt mit dabei. Das ist ganz wichtig, wenn man sowas bringt, ne? Ist klar. Also nochmal, warte mal, ich will mal hören, was er sagt. Mach gleich noch einen Freestyle. Leute. Total. Warte mal, pass auf. Nike Sweater. Und ich bin der Typ, der dich fickt, der nicht spittert am Mike besser. Leute, dann sag's wenigstens auf Englisch, dann hättest du es gereimt. Alter. Ist der Fick, Alter. Niemand. Du hast wieder keine Socken an. Du hast heute wieder nie. Nee, wir nochmal zurück. Entschuldigung, ich hab's nicht genau verstanden, war so leise. Nochmal. Du hast heute wieder keine Socken an. Du hast heute wieder keine Socken an.
Denn du bist der, den man im Stehen fick. Nein. Ficken kann. Kann. Also kann ist der Reim. Ja, kann ist der Reim. Weil ich ganz genau weiß, dass ich heute Nico wieder poppen kann. Siehst du, du denkst wie der, gefällt mir. Doch immer auf die gleiche Schiene. Ey, aber der war nicht schlecht, ohne Witz. Also, der war echt solide. Ich pack jetzt auch meine Sehstärkenbrille aus. Digga, stinkst du so oder was ist das hier? Das bin tatsächlich ich. Und wieder fickt Nico in dieser Folge mit dieser Laserbrille. Und das ist der Grund, warum ich wie Laser chille. Okay. Ja, aber chille geht. Ja, chille. Denn Alem ist der Dude, mit dem ich später chille. Mhm. Alter, er macht sogar auf Ernst, Digga. Was ist denn hier los? Und ich frag mich nur, warum zum Teufel hat Sinan keine Rolex an? Weil Sinan keine Uhr lesen kann. Sonderschule. Man verrät keinen bei den Bullen, denn so gehört sich diesen... Nein, warte, man verrät... Sinan! Oh, hat er versammelt, ne? Ja, ist traurig, ach, ne? Also, nee, wirklich. Rhymen ist nicht so Rhymen das. Ist nee. So ihr Ding, ne? Aber sagt man ja auch so einfach, die sind ja da unter Druck. Wir gucken uns das so ganz locker lässig hier bei drei Weizenbier, gucken wir uns das an. Auf Stopp. Du weißt nicht, ach, was hat er denn da gesagt? Ich habe das letzte Wort verstanden, kann mir in der Zwischenzeit schon mal ein Rhyme überlegen und so. Das ist schon eine andere Situation. Muss man ja sagen. Ja, ist ja klar. Ja, ist okay. Ja. Nichts hier gegen Sinan. Ja, Sinan ist also. Ja. Ne? Was denn? Wenn du dem begegnest, dann haut er dir eine rein. Wenn er sieht, da stehen verarsche, dann haut er mich. Dann bist du aber längste Zeit Mark Hagenbeck gewesen. Aua. Ja, also weiter geht's. Bei den Bullen, denn so gehört sich diesen... Nico ist der Boy mit dem Kleidungsständer. Irgendwas mit Gender. Ich würde jetzt irgendwas mit Gender bringen. Ne? Ja, jetzt, aber du hast es auch verkackt. Bender. Was ist Genderbänder? Geländer. Ist er vorher mit dem Kleidungsständer. Komm. Und ich besorg seiner Freundin mitten im Geländer. Ja. Ich komme zu dir nach Hause und ich bin der gottverdammte Leitungspfänder. Das war gut. Leitungspfänder. Was der Leitungspfänder ist, aber es war gut. Ja. Es wird sich gleich herausstellen, wer von euch beiden der wahre Rapper ist. Denn ich rap so lange, bis du dich verpisst. Richtig, Alter. Jawohl, Mark Hagenbeck. Yo. Währenddem deine Note meinen Jarak isst. Ja. Sein Jarak? Was hat er gesagt? Er will sein Jarak essen. Warte mal. Vielleicht ist es ein Tier. Wer von euch beiden der wahre Rapper ist? Währenddem deine Note meinen Jarak isst. Währenddem deine Nutte meinen Jarak isst. Nutte oder Note? Nutte. Wenn Jarak. So ein ausländisches Wort für Geschlechtsorgan ist das schon lustig. Ja, Jarak. Jarak. Ist das Geschlechtsorgan? Wenn ihr wisst, was Jarak bedeutet, schreibt es uns doch mal kurz in die Kommentare. Ja, ich bin echt mal gespannt. Nicht, ne? Weiter. Ja, ist gut. Sinan so, ja, ist gut. Was soll ich machen? Ja, er sagt mir die Zeilen vorher. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich hier eingelassen habe. Könnt ihr mich bei diesem Format rausschneiden? Ist für Boss oder Adidas? Ich sag nur Ola Kala. Was für ein Ding? Ich sag nur Ola Kala, denn ich muss es anziehen. Wie ein... Kurz bevor ich Jennifer sah. Alter, das hat gar keinen Sinn. Leute, Daumen nach oben, wenn wir auch aus Mois sein Lines den ganzen Track machen sollen. Könnt ihr immer eure Fresse da hinten halten? Danke dir, Digga. Nico wird jetzt einen reinbringen, der sich gewaschen hat. Denn ich bin ab sofort der, der das Geld in die Taschen packt. Alter! Jawohl. Respekt! Ja, denn ja. Ich bin der das Geld in die Taschen packt. Hat nicht ganz gedichtet, aber war cool. Ja, war gut. Aber die brauchst jetzt nicht jede einzelne Line zu feiern jetzt hier. Mach mal weiter. Sinan trägt Sandalen und Alem hat Jesus. Das Album von Sinan war noch nie bekannt. Inhaltlich war es wirklich top. Deshalb sollten wir das Album bekannt machen. Bald kommt das Album vom Album von Sinan. Achso, du bist Rapper, oder was? Nee, eigentlich Alter, heftig, Digga. Heute wird es Zeit, ein paar Ohrschlöcher zu ficken.
Heute ist es Zeit, ein paar Ruschelstück zu ficken. Nee, das mache ich nicht. Ich guck meiner Oma lieber zu beim Stricken. Yo, check this out. Ja, genau, der ist es. Hammer. Ausgang der Episode und ja, die richtige Rapper, der Felix Rick auf jeden Fall wird. Sinan, von dir noch letzte Worte? Verpisst doch! Verpisst doch! Ja, nee, das war... Das war, würde ich sagen, ganz amüsant. Boah, das war wirklich erfrischend. Das war schön. Ja. Ja. Also. Nee, das kann man so lassen. Also das war dieses Swipe. Ja. Dieses Rhymen kann man besser machen. Also ja, man kann besser ja, aber drauf reagieren. Ich glaube, darum ging es nicht. Ich glaube, es ging eher so, wie die Jungs da so drauf waren. Die schienen ja irgendwie Spaß zu haben. Und der eine hatte sogar einen Kleiderbügel in der Nase. Was will man mehr? Also ich meine, mehr Respekt, Alter! Hat er gesagt. Oh, ich hab die Nase gebrochen, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Ich sag an dieser Stelle, geht's? Cheerio, Miss Sophie, wenn ihr wollt und das Video hat euch gefallen, dann lasst uns mal einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und das war Sashi und Marc bei Schoki Benoki Reaction. Cheerio, Miss Sophie. Ey, yo. Was, ey, yo? Tschüssi. Was heißt denn Tschüssi? Du sagst immer so was ganz Bestimmtes. Achso, Tschüssikowski. Bis Baldinski. Ich bin doch in dieser Rapper-Attitüde drin. Yeah, Swipe. Ja. Swipe, Alter. Was hast du? Du bist ja so. Bist gerade so im Flow, oder? Kannst du irgendwas Spontanes rappen? Diese Beats muss ich euch zumuten, ohne Statistik und Statuten, denn sie kommen von den Guten. Wenn ich rap, ist zum Verbluten. Im Haar ist meistens lässig, wer mich dissen will, den fress ich zum letzten Abendmahl, dass ich nicht bezahle. Ich sag's noch einmal, wir machen deine Steppe kahl. Dieser Rap ist oral, doch das ist hoffentlich normal, okay? Wow.